Ja, schönen guten Tag, liebe Meerbuscherinnen und Meerbuscher. Eine neue Ausgabe vom Bommerstag. Heute mal wieder draußen in der Natur am Rhein. Hier waren wir schon mal öfter, heute aber aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich bin auch nicht alleine. Der Linus Juchims steht hier neben mir. Hallo, Linus. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Und warum ist der Linus hier? Wir haben diese Schilder am Rhein hängen an verschiedenen Positionen. Die ganzen 11 Rheinstromkilometer entlang weisen diese Schilder darauf hin, dass das Baden im Rhein sehr gefährlich ist. Jetzt haben wir Ende September, heute ist schon der 26. Und mittlerweile sollte niemand mehr im Wasser baden. Die Temperaturen sind mittlerweile kühl genug. Wir sind etwas spät dran, aber die Sache ist so wichtig und so gut auch, weil es nämlich eine Initiative vom Linus war, dass wir uns entschieden haben, darüber noch einmal zu berichten. Und der nächste Sommer kommt ganz bestimmt und dann auch wieder warmes Wetter und Erste, die wieder in den Rhein springen wollen und vielleicht nicht ganz genau wissen, wie gefährlich das ist. Linus, was hat dich denn dazu bewogen, mich mal anzuschreiben? Das ist jetzt schon einige Zeit her, da hast du dich bei mir gemeldet mit genau diesem Hinweis, es fehlen bei uns am Rhein Hinweisschilder für die Gefahr. Also ich war auch schon öfters in Frankreich im Urlaub und da ist an Flüssen immer halt solche Schilder, dass man es halt gefährlich ist, im Rhein, also in den Flüssen zu schwimmen. Und mein Vater hat mir auch schon öfters so erzählt von seinen Einsätzen, die am Rhein passieren, dass auch öfters da Leute probieren zu schwimmen und dann entweder halt auch sterben oder auch es halt noch überleben. Aber es ist halt sehr gefährlich. Ja, leider gibt es ja immer wieder diese Meldungen von Menschen, die im Rhein schwimmen gehen, die Strömung unterschätzen, mitgezogen werden und dann ist die Lebensgefahr sehr, sehr groß. Auch geübte Schwimmer werden es kaum noch schaffen, wenn sie einmal reingezogen worden sind, in die Fahrrinne zurück ans Ufer zu kommen. Du sagst, dein Papa hat von seinen Einsätzen erzählt. Was macht dein Papa? Der fährt im Rettungsdienst. Ah, okay. Und dann ist er häufiger auch schon mal hier am Rhein gewesen. Und du sagst, in Frankreich hast du diese Schilder gesehen und dann hast du dir überlegt, jetzt muss ich handeln. Ja, also es ist halt ziemlich jedem Fluss halt die Schilder. Und da hast du gedacht, die brauchen wir in Meerbusch auch. Ja. Und deswegen hat der Linus mich angeschrieben und dann hat es ein bisschen gebraucht, ich gebe es gerne zu. Der Sommer ist jetzt ja auch schon wieder rum, aber sie hängen, glaube ich, seit ungefähr dem Ende der Sommerferien haben wir dann diese Schilder entsprechend noch angebracht. Und es ist letzten Endes deine Initiative zu verdanken, Linus. Man könnte jetzt sagen, warum kommt ihr da nicht schon früher drauf? Aber manchmal braucht es eben auch diesen Anstoß aus der Bevölkerung, dass wir da ein Defizit haben und deswegen haben wir diese Idee sehr, sehr gerne aufgegriffen. Steht denn aus deiner Sicht alles drauf, was draufstehen müsste? Auf jeden Fall, also auch auf vielen Sprachen und auch alles, was man halt so wissen sollte. Sehr gut. Das war nämlich auch dein Hinweis, ne? Denkt bitte dran, dass ja viele Menschen auch sich hier am Rheinufer aufhalten, die vielleicht Deutsch nicht verstehen, es nicht lesen, aber auch nicht verstehen können. Und deswegen haben wir uns für verschiedene Sprachen entschieden, die dann hoffentlich auch ja, ein breites Spektrum der Menschen abdeckt, die sich dann hier entsprechend auch aufhalten. Linus, also vielen, vielen Dank für diese Initiative. Da kann man mal sehen, wenn man sich Gedanken macht, was könnte der Allgemeinheit noch zu mehr Sicherheit verhelfen, dass das auch gehört wird, dass es ankommt und manchmal eben diesen Stein des Anstoßes dann auch braucht, damit Behörden dann auch handeln können. Also Linus, nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du dich an der Stelle engagiert hast. Ja, und passend zu dem Thema Sicherheit gibt es heute Abend noch einen spannenden Termin. Sie wissen ja, wir zeichnen in der Regel einen Tag vorher auf. Heute ist also noch Mittwoch, der 25. September. Heute Abend wird die Kinderfeuerwehr in Langlatum offiziell eröffnet. Ist vielleicht falsch, ein Startschuss für die Kinderfeuerwehr in Lang. Und im Sommer 23 haben sich zwei Damen entsprechend mit der Idee an die Wehrleitung gewendet, eine Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen. Die Kinderfeuerwehr spricht Kinder im Grundschulalter an, also zwischen 6 und 10 Jahren und soll ein Stück weit auf spielende Art und Weise die Aufgaben der Feuerwehr den Kindern eben in diesem frühen Alter vermitteln und damit natürlich gleichzeitig auch zur Brandschutzerziehung beitragen. Ich finde eine großartige Idee, auch wieder von engagierten ehrenamtlichen Menschen hier bei uns in der Stadt, in dem Fall eben die beiden Damen, die mit ihrer Idee an die Wehrleitung herangetreten sind, schon im frühen Alter die Kinder an das Thema Brandschutz heranzuführen und natürlich auch mit dem Ziel, möglicherweise nach der Kinderfeuerwehr dann auch neue Mitglieder für unsere Jugendfeuerwehr in der Stadt zu gewinnen, die ja dann auch unsere Zukunft sind in den aktiven Wehren bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt. Also heute Abend 18 Uhr ist hier der offizielle Startschuss. Freue ich mich drauf. Mal sehen, wie viele Kinder gleich zu Beginn dabei sind. Und nur weil es jetzt in Lang ist, soll es natürlich auch nicht auf Lang begrenzt sein. Also alle Kinder, die sich angesprochen fühlen und sich interessieren, sind bestimmt herzlich eingeladen, da auch mal hereinzuschnuppern. Und wer weiß, möglicherweise macht das ja dann auch Schule in der ganzen Stadt. Also von der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich da engagieren. Ja, ein weiterer noch wichtiger Termin dieser Woche ist gleich am morgigen Donnerstag. Da bin ich beim Bürgermeisterseminar in Kamp-Lintfort vom Städte- und Gemeindebund. Ist dieses Seminar
initiiert worden. Es geht um Themen, die uns in den Kommunen alle betreffen, sei es Migration, sei es Schulentwicklung, sei es das Thema offener Ganztag und viele, viele mehr. Immer ein wichtiges Gremium des Austauschs mit Kollegen, um auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken. Da kann man sich auch immer mal Dinge abschauen, die eben in anderen Kommunen laufen oder einfach mal hören, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und mit unserem ambitionierten Schulentwicklungskonzept passt ja dieser eine Themenschwerpunkt auch wunderbar in die Dinge, die uns hier in der Stadt Meerbusch ganz besonders beschäftigen. Ja, kommender Sonntag dann, der Sonnenblumensonntag hier in Büderich, bereits zum 16. Mal. Am Vorabend schon der Genussabend ab 18 Uhr auf dem Dr. Franz Schütz-Platz und am Sonntag dann ab 11 Uhr ein großes Straßenfest auf der Dorfstraße mit kulinarischen Angeboten, aber auch natürlich darüber hinaus vielen, vielen Angeboten. Es ist ein verkaufsoffener Sonntag für die angrenzenden Einzelhändler und somit sicherlich wieder ein Anziehungspunkt für viele, viele Menschen, die diesen Tag dann hoffentlich bei gutem Wetter, bei spätsommerlichem Wetter hier in Büderich genießen können. Also herzliche Einladung, Samstagabend 18 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr den ganzen Tag, Sonnenblumensonntag in Büderich. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, dass Sie auch heute wieder zugeschaltet haben und verabschiede mich von diesem schönen Ort unserer Stadt, nämlich dem Rheinstrand und wünsche alles Gute bis nächste Woche. Nein, stopp, jetzt fehlt ein Hinweis. Nächste Woche gibt es keinen Bommerstag. Warum nicht? Weil der das hier aufzeichnet, ist im verdienten Urlaub. Deswegen die nächsten beiden Wochen leider keinen Bommerstag. Wir sehen uns dann in 3 Wochen an dieser Stelle wieder. Dankeschön, bis dahin, tschüss.